Moin, willkommen zurück im Xbox Front Twitch Stream mit The Elder Scrolls Oblivion. Hoffentlich funktioniert das jetzt noch. Server sind im Augenblick wegen Wartungsarbeiten offline. Ja, das stimmt einen zuversichtlich. Ich soll ja probieren, mich einzuloggen, um den Testen zu helfen. Dann spammen wir jetzt mal ein bisschen A, wa? Elder Scrolls Oblivion, habe ich das gesagt? Ernsthaft? Elder Scrolls Online natürlich! Oh, fail! Jetzt bin ich schon total verwirrt hier. Oh Mann. Europäischer Merge, Mega-Server, Login sehen. Bitte versuchen, euch einzuloggen, damit die Belastung erzeugen können. Okay. Fragt doch einfach hier, wie heißen die Spacken? Blizzard Squad oder wie? Die machen euch einfach so einen blöden DDoS-Angriff und dann wird das Ding auch überlastet. Naja, bis jetzt, ja. Spiele ich dann lieber Neverwinter, muss ich ehrlich sagen. Allein schon aus dem Grund, dass es nichts kostet. 60 Euro hier reinstecken, damit ich zocken kann, finde ich schon ein bisschen viel. Also. So, die Zeit von Bezahl-MMOs ist halt irgendwie vorbei, ne? Und dafür, finde ich, sind die sich auch alle zu ähnlich. Also, ob ich jetzt hier Neverwinter oder ob ich WoW oder ob ich das hier spiele, die unterscheiden sich alle so marginal. Das ist alles eine andere Welt und das Kampfsystem ist ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist das irgendwie alles immer dasselbe und man hat irgendwie alles schon mal gesehen. So vom Spielprinzip her und wie die Kämpfe funktionieren, wie die Bossfights gehen und Quests ist auch meistens der gleiche Kram. Ja, ne? Irgendwie ist da so ein bisschen die Luft raus, finde ich, so im MMO-Genre. Naja, scheint aber genug los zu sein dafür, dass das nicht funktioniert. Es kommt nicht mal an den Schatten von der PC-Version ran. Wieso? Es ist das Gleiche. Es ist nur hässlicher vielleicht, aber ansonsten ist es eigentlich dasselbe. Spielt sich halt chilliger. Ist gemütlicher hier auf dem Sessel oder Sofa, wo auch immer ihr zockt, als am PC, am Schreibtisch, finde ich. Läuft gut, wa? Gab's nicht letztes Jahr auch mal Wildstar? So ein MMO? So ein bisschen Comic-Grafik? Hört man auch nichts mehr von, oder? Das hat so einen kurzen Hype gehabt, so einen Monat oder so, und dann, jetzt spielt es mittlerweile, glaube ich, kein Mensch mehr. Das einzige MMO, was sich wirklich hält, ist WoW. Das ist halt Blizzard, ne, und ist wahrscheinlich immer noch das Beste, aber habe ich auch lange genug gespielt und ja, ne. Ist bei MMOs halt auch immer so, wenn du so einen spielst, kannst du nichts anderes mehr zocken. Da brauchst du dann nichts mehr anderes eigentlich groß anzufangen, weil die Dinger so viel Zeit fressen. Inklusive Charaktertransfer. Ach, der wird transferiert, den kann man nicht kopieren. Aha. Ja, ich weiß nicht, muss man das machen? Also bei GTA
hat das Sinn gemacht, fand ich, dass man da von 360 und PS3 auf die neuen Konsolen transferieren konnte, ne? Bessere Grafik, mehr Spieler und so weiter, aber jetzt hier von PC auf Konsole, boah. Da musst du noch bezahlen, boah, naja, ne? Ob sich das so lohnt. Ich meine, du hast dann eh an deinem PC wahrscheinlich, wenn du das wirklich lange zockst und dann hast du dort deine Gilde und hast dort deine Leute und die zocken alle am PC. Und warum sollst du auf Konsole wechseln? Das wird kaum, das werden wahrscheinlich nicht alle machen. Und dann hast du dort deine Mods, wie ihr schon meintet, und hast du das Spiel perfekt eingerichtet und auf sowas musst du hier alles verzichten. Ich glaube nicht, dass da so viele vom PC auf Konsole wechseln werden. Ach so, und man kann auf beiden Systemen weiter zocken. Na gut, ja, das ist dann okay. Lord of the Rings. Habe ich auch mal ein bisschen gespielt. Aber nicht so lang. Das war halt auch wieder nur wie WoW. Das finde ich halt bei meisten MMOs ein bisschen langweilig. Die sind alle so WoW. Seit WoW gibt es eigentlich keine anderen Rollenspiele mehr. Ich erwähne gerne Star Wars Galaxies mit über 30 Berufen, die man mehr oder weniger frei miteinander kombinieren konnte. Das war ja auch kein so richtig MMO, sondern das war so ein Sandbox-MMO, wo du wirklich deine Welt selber erschaffen konntest. Überall auf den ganzen Planeten konntest du Gebäude bauen. Du konntest als Architekt, du konntest ganze Städte erschaffen, du konntest, das Crafting war richtig komplex, du musstest Ressourcen ernten über Tage und Wochen mit Minen, die du hinbauen konntest und all sowas. Ja, und seit WoW sind alle MMOs, ja, wie WoW im Grunde. Da ist nichts viel anders. Die sind so, das Questsystem ist ähnlich, das Spielsystem ist ähnlich, die Klassen sind meist recht ähnlich. Es führt dich von Gebiet zu Gebiet und so weiter. Hört sich an wie Minecraft. Ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Ja. Online Minecraft im Star Wars-Universum. Ja, das Spiel war anderen Jahren voraus. Also, und dann irgendwann meinte Sony, nee, wir müssen das von heute auf morgen, und das war wirklich von heute auf morgen. Also, das war. Es gab bei Star Wars Galaxies drei Zeiten. Das war einmal Pre-CU. CU ist das Combat Upgrade, was jahrelang angekündigt wurde, weil das Kampfsystem nicht so wirklich geil war und nicht so wirklich rund war. Und da hatte sich jeder drauf gefreut, dass es das endlich gemacht wurde. Dann kam das Combat Upgrade raus. Jeder wollte es wieder haben, wie es vorher war. Wie das halt meistens so ist, obwohl ich das eigentlich ganz geil fand. Und dann kam ein neues Add-on raus, das war zu der Zeit, als Episode 3 ins Kino kam. Das war dieser Vulkanplanet Mustafar, heißt das, glaube ich, oder so. Ja, da kam das Add-on raus und ich hatte noch die Beta gezockt. Und die Beta war noch mit dem alten, also mit dem, ja, alten, mit dem mittleren Kampfsystem, Combat Upgrade. Und dann bringen sie das Spiel raus, und eine Woche vorher oder so kündigen sie dann an, nee, wir ändern das System komplett. Das spielt sich jetzt eher wie ein Shooter. Es gibt keine 30 Klassen mehr, sondern es gibt nur noch 9 Klassen. In den Klassen hast du nicht mehr verschiedene Talentbäume. Ich glaube, pro Klasse gab es 12 oder 13 Talentbäume, die man auch sich frei wählen konnte. Man musste so eine Klasse zum Beispiel nicht meistern, sondern man konnte Kopfgeldjäger, Pistolenschütze und dann zusätzlich noch Architekt oder sowas werden. Also wenn man das machen wollte, dann konnte man das machen. Nee, gab es dann alles nicht mehr. Es gab nur noch 9 Klassen. Und jeder, der zum Beispiel einen Kopfgeldjäger gespielt hatte, hatte dieselben Skills. Also es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr zur Individualisierung. Und damit wurde das Spiel mehr oder weniger getötet. Aber jetzt hängt das hier auch scheinbar. Denn jetzt tut sich gar nichts. Ach doch. Oder nicht? Wie gefällt mir das Spiel? Und Stinbi? Ja, ganz nett. Ich kann ja gerade nicht spielen, weil die Server irgendwie Stress testen. Ich starte mal neu. Hat sich, glaube ich, aufgehängt. Aufgehängt, aufgehinkt, aufgehängt, aufgehängt, aufgehängt.
Ja, ist ganz nett. So richtig warm geworden bin ich damit nicht, aber ja. EverQuest, ja, EverQuest 2 habe ich damals auch gespielt. Fand ich auch sehr gut. Deshalb hält sich EVE Online. Ja, ich würd sehr gern wieder ein komplexes MMO spielen. Deshalb fand ich das Star Wars Galaxies so geil. Weil es halt, also die Einstiegshürde war extrem hoch. Nicht so hoch wie bei EVE Online, aber die war schon sehr hoch, weil das Spiel schon kompliziert war, dadurch, dass man halt so viele Freiheiten hatte. Und ich würde gerne mal wieder ein komplexeres MMO spielen. Ja, die können einen auch ruhig leicht daran führen, aber ja, die ganzen Spiele wie WoW, die sind alle nicht so mega komplex. Gerade was ich immer ein bisschen schade finde, das Crafting ist meistens so lahm. Also, ne, du findest irgendwie dein Zeug und packst es dann rein, oder du musst eine halbe Stunde rumrennen und irgendwelche Erze kloppen. Das macht alles nicht so mega viel Spaß. Da fehlt mir so ein bisschen schon die Komplexität. Unerwarteter interner Fehler, das ist ja mal was Neues. Okay. Star Citizen, ja, das wird, glaube ich, schön. So, Weltraumspiele vermisse ich auch. Ach ja, das waren noch Zeiten, als es sowas regelmäßig gab. Mann, oh Mann. Jeder, der das sieht, wird abgeschreckt. Naja, ist eine Beta, ne? Was willst du da erwarten? Ich habe schon schlimmere Betas gespielt. Da ist es hier noch ganz lustig. Hitler, because this is a German stream. Awesome. Very creative. 10 points for you. Ach ja, da habe ich ja nur drauf gewartet, dass so ein lustiger Mensch wiederkommt. Pullex, du willst auch einen Key? Ich habe leider keine. Wir haben auch keine geschickt bekommen bei Xbox Front. Die sind da ein bisschen geizig, leider. Und es läuft ja auch gerade super hier. Ja. Na? Moin Desli, moin moin. Verpasst gerade gar nichts. Wir warten darauf, dass ich mich wieder einloggen kann. Ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn das serverübergreifend gehen würde, ne? Ich bin ja mal gespannt, wie das ist, wenn Windows 10 auf PC und dann auch auf der Xbox erscheint. Das ist ja zumindest angekündigt, dass das dann, dass viele Spiele serverübergreifend funktionieren sollen. Kommt dann natürlich, Server, Quatsch, plattformübergreifend. Kommt dann natürlich auch immer aufs Spiel drauf an und ob das so gut immer funktioniert. Gerade bei irgendwie im Shooter ist ja klar, dass man da am PC mit Maus schneller ist und präziser. Mal sehen, ob das so richtig gut klappt. Aber bei so einem MMO, ne, da wüsste ich jetzt nicht wirklich, warum das nicht gehen sollte. Moin, my lord, moin, moin. Black, danke für dein Follow. Moin, MB. Wie geht's? Ja, ne? Ist halt gerade ein bisschen. Also, mir geht's gut. Das Spiel geht nicht. Gerade nicht. Wir sollen die Login-Server testen. Das heißt, ich drücke viel und oft A, ohne dass sich irgendwie nennenswert was tut. Ist natürlich auch eine super Zeit, um jetzt hier den Login zu testen, ne? Abends, Freitagabends um 10. Das ist ganz groß. Ich wende mich mal an Kundendienst. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand erreichbar ist. Wäre schön, wenn es hier eine Möglichkeit geben würde, den Kundendienst zu kontaktieren. Aber hier steht ja nicht mal, wo ich mich hinwenden soll. Ah, jetzt. Oh, es tut sich was. Es tut sich was. Desli, danke für dein Follow. Danke dir.
Gibt es eigentlich noch Keys? Ich habe leider keine. Ja, Saber Rider. Sehr gut, dass du das kennst. Sehr schön. So, da bin ich doch wieder. Stufe 6 bin ich erst. Na gut. Warum nicht? Also wenn du dich angemeldet hast, ich weiß nicht, wie lange die Keys verschicken. Die Beta geht ja auch nicht so lang, ne? Bis Montag. Ist relativ kurz für so eine Beta. Ich nenne da nur Heroes of the Storm auf dem PC als Beispiel. Das ist seit einem halben Jahr oder so in der Beta. Kommt jetzt bald endlich raus, aber die nehmen sich Zeit. Stresstest jetzt fertig. Okay. Verstehe ich nicht so ganz, wie der einfach fertig sein kann. Weil eigentlich müsste es dann ja immer noch nicht so richtig gehen im Einloggen, aber dann kann der Stresstest nicht so super stressig gewesen sein, hä? Löscht das brennende Haus. Okay, bin ich also noch hier. Da backt der Ton ein bisschen rum. Brauche ich jetzt nochmal hier einmal? Nee. Ach, wer? Was ist denn das brennende Haus, das hier? Ist da jetzt ein anderes als vorhin? Oh. Was sind die Rolle? Tatsächlich noch so ein Eimer. Hoffentlich diesmal ohne Fehler. Das Schneerandhaus. Aha. Ne, hier war ich doch schon drin, hä? Rettet Littreck. Was findest du denn jetzt so viel schlechter, Afra? Ich weiß nicht genau, was du jetzt so viel schlechter findest, weil im Grunde ist es dasselbe Spiel. Es ist halt eine andere Steuerung und es läuft halt nicht so rund, aber deshalb ist es ja eine Beta. Jetzt müsst ihr aber auch mal hier eure Meinung begründen, Jungs. Nicht einfach so eine Behauptung in den Raum werfen, ohne Begründung, das funktioniert so nicht. Die Edition zweimal? Wieso denn zweimal? Wieso bestellst du das Spiel zweimal? Für einen Kumpel noch oder was? Aber das ist doch keine Begründung, Avra, wenn du sagst, ja, was anders? Ja, eben. Da kann man sich jetzt wenig drunter vorstellen. Da ist eigentlich gar nichts anders. Das weiß ich jetzt nicht so ganz, was du damit meinst. Ach, für dich und deinen Bruder, okay. Sehr gute Tastatur-Maus-Steuerung. Ja, hat hier auch eine sehr gute Controller-Steuerung, finde ich. Also, ich finde es gut. Ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht, aber das geht echt ganz gut hier. So, ich mache nochmal ein bisschen Schaden. Muss natürlich ein bisschen reinkommen. Ui, hier habe ich was Neues. Durchdringender Wurfspeer. Ein Fertigkeitspunkt habe ich nur. Was mache ich denn da mal? Niederer Schnitt. Rüstung. Ach, guck mal hier, kann ich auch noch was. Ah, bei Rüstung, Seelenmagie. Kind der Hist. Ah, und Handwerk gibt es hier auch noch. Nächste Verbesserung ab Rang 5. Da muss ich auch mal noch gucken, wie das so richtig geht hier. Ich glaube, ich habe mittlere Rüstung. Geschicklichkeit. Mindest getragenes Stück. Erhöht eure Wertung. Kritische Treffer. Für die Chance auf kritische Treffer, na, das will ich doch mal. Ja, damit. Passiv. Passive sind immer aktiv. Gewähren eure Boni dauerhaft. Nicht in die Schnellleiste. Okay. Aktueller Bonus 6.
Na, das ist doch schön. Ach, gucke an, hier habe ich auch so eine Übersicht. Maximal Magika, kein Titel. Was ich ein bisschen blöd finde, ist wirklich, dass es nur drei Attribute gibt. Das finde ich schon sehr wenig, ey. Titel habe ich keine. Das ist schon echt ungewohnt. Nur drei Attribute hier. Hm. So, wo ist denn die Tyranid oder wie sie heißt? Ach, da unten, okay. Das ist hier. Mods, ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Sowas gibt es hier halt natürlich nicht. Wobei ich das hat jetzt hier nicht so schlecht finde. Also, dass der Gesundheitsbalken hier über mir, wenn ich den anstelle, dass der dieselbe Farbe hat wie normalerweise Magie und so, das ist ein bisschen verwirrend. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so schlecht. Kann ich jetzt halt auch überhaupt nicht sagen, wie das im Gruppenspiel oder so ist. Aber ich denke, gerade das Kampfsystem ist eigentlich schon für Konsole so ziemlich gemacht. Ich meine, das Spiel war von Anfang an ja auch für Konsole geplant. Und mit dem aktiven Blocken und so weiter, das erinnert ja doch schon sehr an Action-Rollenspiel. So, sprecht mit Hauptmann. Nö, ich meine, na klar, du kannst ja spielen, wo du willst, wa? Das ist ja... Und das ist am PC, ich meine, wie lange gibt es denn das jetzt auf dem PC? Dass es da natürlich auch schon vielleicht besser läuft und so weiter und Zeit hatte, sich zu entwickeln. Das ist ja auch keine Frage. Ich denke, wenn man sich das Spiel in einem halben Jahr oder so nochmal anguckt, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als es im jetzigen Zustand ist. Wo ist denn die Olle? Ach, da unten, okay. Hat gar nichts gemacht. Typisch Skyrim eben. Was meinst du, typisch Skyrim? Dass es auf Konsole läuft oder was? So, den Kronenshop. Was ist denn das? Ach hier. Kronen. Über den Kronenshop könnt ihr Komfort, Individualisierung. Ja, das ist so der Premium-Shop, ne? Okay. Alle Transaktionen erfolgen über Währung Kronen. Kronen, was? Kronen können über Kronen kaufen. Ach, das ist ja ein Ding. Inhalte zum Herunterladen, bla bla bla. Okay. Ach, gucke an, ich habe 500 Kronen. Na gut, ja, man soll ja ausprobieren, wa? Upgrade Imperial, ja, Reittiere. Ach, guck mal an, welchen hole ich mir mal? Das sind ja nur Pferde. Hä? Oh, hier, ein Dino. Geil. Kaufen. Cool. In Sammlung anzeigen. Wie rufe ich denn jetzt? Irgendwie. Moment. Sammlung. Umbenennen. Nee, Rotauge. Blöder Name. Fertigkeiten. Nee. Inventar. Schnellzugriff. Nee. Ich guck mal an die Option. Vielleicht kann ich auch noch gar nicht reiten. Das könnte natürlich auch sein. Schnellzugriff, Kameraentfernung, Verstauen, Emote, Reittier rufen. Ah. Aha. Geil, okay. Na, der ist jetzt nicht besonders schnell, aber so ein Dino ist natürlich mal schick. Das ist doch schön, das finde ich nicht schlecht. Schnell absteigen. Okay, cool. Gucken, was es da noch so gibt. Varakas, danke für dein Follow.
Was haben wir denn hier noch Schönes? Reittiere, Verbrauchsgüter, Sternmagie. Ach so, erhöht Regeneration, solches Zeug. Okay, Begleiter. Unheilbrut. Was haben wir denn hier Cooles? Ah, hier, ein Labrador. Sieht fast aus wie meiner. Apportierhund. Okay, mach mal. Benachrichtigung. Sammlung Begleiter. Ah, okay. Aktivieren. Läuft der jetzt mit mir rum hier? Oh, na hallo? Ja, fein. Na, bist du ein Feiner? Na, hallo? Okay, nett. Na, kann ich dir irgendwie, kann ich den streicheln? Ja, Reittiere habe ich gerade nicht. Irgendwie wähle ich doch Emotes. Nee, so. Okay. Aktionen. Emote. Kusshand. Okay. Ich kann den auch nicht so richtig anwählen hier irgendwie. Hund, tu was! Okay, da läuft mit. Kämpft der dann wahrscheinlich? Nee, hä? Das ist nur so ein nettes Gimmick. Moin Kane, moin moin. Das scheint nur so ein eher nettes Gimmick zu sein, dass der halt mitläuft, ne? Okay. Was gibt's denn noch Schönes? Verbrauchsgüter, Reittiere, Pakete, Kostüme. Boah. Hochzeitskleid, okay. Ach hier, Vorschau, Koch. Ah, okay, hier kann ich alle angucken. Das sieht auch nicht schlecht aus. Mit Ton und jetzt habe ich hier den Originalvergleich. Meiner hier ist ein bisschen haariger. Wo ist er denn? Du komm, wir gucken mal, ob der aussieht wie du. Ah, der ist nicht ganz so haarig wie du, ne? Der hat nicht ganz so haariges Fell, so langes. Ach ja. Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Nein, Pets laufen nicht nur hinter mir her. Oh, die machen nichts, mit dem kann man auch nichts machen. Oh, okay, das ist ja nicht so cool. Oh. Letzte Nachtschicht frei bekommen. Nice, Kane. Sehr schön, so muss das, wa? Na, Digga, und du hilfst mir jetzt? Hä? Ja. So, Luke hilft mir jetzt. Mach schön Platz. Fein. So, das ist mein großer Helfer, der sich mir jetzt hier angeschlossen hat. Moin Hetzen, moin moin. Wo war ich denn jetzt? Ich war hier im Kronenshop. Gibt es da noch was anderes Nettes? Irgendwelche Tränke, Pakete. Schließt euch Allianz eurer Wahl an. Ach so, okay, ja, dann kann ich so eine andere Fraktion. Upgrade, Starterpaket, Tränke, treuer Hund, Pferd. Ach so, und das sind mehr so Klamotten. Ja. Ist relativ klein hier der Shop, muss man sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also bei Neverwinter gibt es da viel mehr Kram, was man kaufen kann. Ist es am PC mehr Sachen, die man sich da so kaufen kann? Mehr Kram und so weiter.
ist denn Hauptfrau? Ach, hier ist die Hauptfrau. Es geht, ne? Das hält sich hier echt in Grenzen. Ich wünschte nur beim Willen des Trieben. So, betretet letzte Rast. Ich zock die Beta für die One, ja? Wie? Mit Controller. Oder was meinst du jetzt? Das sind schon geniale Fallen hier. Die anderen Jones wäre stolz auf euch. Ja, die sind noch nicht so mega tödlich, wa? Letzte Rast öffnen. Was muss ich denn eigentlich machen? Sprecht, ach, ich muss wieder mit der reden. Zum Glück kann ich mich heilen, wa? Zwei Schalter. Fürst, danke für deinen Follow, danke dir. Nee, das ist richtig, also das ist nicht verkehrt, dass der Shop nicht so groß ist. So Pay to Win ist immer kacke, Logo. Es wundert mich halt nur, dass es nicht mehr ist als so ein paar Begleiter. Ich meine, in anderen Spielen gibt es da auch mehr. Und wenn es ist, dass deine Waffe anders aussieht und irgendwelche Hüte und Schuhe und was weiß ich nicht alles. Warte auf die Flüchtlinge. Ups, die Zeit läuft ja ab. Hm. Aber wie? Ja, du musst dich registrieren auf der Elder Scrolls Online-Seite. Aber ob sich das noch lohnt? Je nachdem, wie schnell deine Internetleitung ist, 50 GB runterladen, das kann sich ein bisschen hinziehen. Und da die Beta nur bis Montag läuft, ja, ist die Frage, ob sich das so richtig lohnt, ne? Hier, das sieht aber jetzt wieder ganz schick aus, so die Lichteffekte und so. Das gefällt mir. Hier am Beten. Ich erinnere mich noch im in der PC-Beta. Wavy, danke für dein Follow. Da gab es später mal so einen Gegner, den ich nicht geschafft habe, weil der war relativ hart und hat es auch immer rumgebuggt. Also ich habe den immer versucht, so hin und her zu pullen und mich dann zu heilen. Ich glaube, ich habe da auch Magier gespielt. Und leider ist der dann immer wieder verbuggt und irgendwo hängen geblieben oder hat sich zurückgesetzt. Das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten war das bis jetzt nie so schwierig. Okay, vorhin ganz am Anfang bin ich mal gestorben, aber hatte ich noch nicht so wirklich einen Durchblick. Ansonsten ist das alles ziemlich entspannt hier. Andy, moinsen! Wieso wurde dir nicht Bescheid gesagt? Was meinst du? Nachricht von, Nachricht von Twitch oder was? Kann ich dir leider nicht sagen. Frag mal Twitch. Ich weiß es wirklich nicht. Das zickt halt eh wieder ein bisschen. Aber das läuft jetzt flüssig, der Stream, oder? Das finde ich ja schön. Ihr könnt nach wie vor auch, wenn ihr mit weniger Delay gucken wollt, hitbox.tv/hadofeber. Also selber Name wie hier oben bei Twitch. Könnt ihr auch gucken, da ist der Delay nicht ganz so hoch. Ansonsten genau dasselbe. Wir sind fast raus. Jo, reingehauen. Öffnet die Tür. Mach ich. Moin, Game-Sektor. Du bist Schnitzel. Ach so, moin. Okay.
überlegen. Ja. Okay. Das da oben. Wir treffen uns auf der anderen Seite dieser Tür. So, kann ich da hochballern irgendwie? Nee. Blöd. Nein, wegen der Demo-Beta hier. Das weiß ich auch nicht, du. Wo informierst denn du dich? Einfach mal xboxfront.de besuchen, Andy, Mensch. Bist nicht auf dem Laufenden zurzeit, wa? Die Bucht müsste gleich. Wartet auf die Flüchtlinge, okay. Dann warten wir mal, wa, Hundi? Was habe ich denn mit dir und Fürst verpasst, Paula? Jetzt muss ich mal hochscrollen hier. Vorhin nicht so ganz aufgepasst, wa? Seid gegrüßt. Ja, oh, sei du auch gegrüßt. Private Paula, kann man dich mieten? Einfach so. Na gut. Moinsen Desperate, na? Alles klar? Hast du auch einen Key bekommen? Tobias? Wer ist denn Tobias? Man nicht frech werden, Fürst, wa? Seid gegrüßt. Ich hab einen ganz nervösen Bannfinger. Moin sei, moin moin. Schon wieder mit dem Hauptmann quatschen, na klasse. Was ein niedliches kleines Schiff und da sollen die ganzen Leute drauf. Ach du Schande. Da sauft ihr ja schon beim ersten lauen Windchen ab hier. Ist ja niedlich, das Ding. Unser netter Panzerrücken hier wird uns in Sicherheit bringen. Er Panzerrücken. Ist ein und für das, was ich versprochen ach so, habe, der Typ hier. Ich dachte, dein Schiff heißt Panzerrücken. Handy war die Woche kaputt. Kaputt. Wie hast du das geschafft? Ach, du hast doch auch PC, oder nicht? Oha, ich glaube, jetzt ist es verreckt. Ich nehme an, ihr hört das auch, oder? Ich glaube, jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Oder gleich die ganze Konsole. Alter Schwede, das hatte ich auch noch nicht. Nee. Na doch, es reagiert jetzt nicht mehr. Ja, da ist das Spiel abgeschmiert. Okay, das ist ja schön. Das ist auch mal was Neues. Interessant. Wollen wir hoffen, dass ich jetzt nochmal reinkomme. Uiuiui. Bist leider leer ausgegangen, das ist natürlich blöd. Welchen Slot legst du zum Beispiel Tränke? Das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht probiert. Muss ich mal gucken. Fürst, benimm dich mal ein bisschen, sonst fliegst du gleich raus. Auf dem PC mal ein ganz böses Zeichen, wenn sich ein Spiel oder der PC so aufhängt mit so einem Brummton. Da sieht man meistens kurz danach einen Bluescreen. Mal hoffen, dass das jetzt wieder läuft. Du kannst gut Stabilisierungsschellen. Okay, das ist auch mal was Neues. Daten werden synchronisiert. Na schön. Dann machen wir mal. Ach je. Es tut sich was. Mal hoffen, dass es jetzt nicht wieder verreckt. Du hast wirklich keinen PC? Ernsthaft?
Ohne Scheiß. Ja, dann bist du ja ohne Handy echt am Arsch. Tja, In it a Neverwinter, ja, ist halt ein MMO, ne? Obwohl ich mir Neverwinter schon mehr Spaß macht, muss ich sagen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, motivierender. Ich bin jetzt irgendwie, mir fehlt so ein bisschen die Motivation weiterzumachen, so geilen Loot zu kriegen und so weiter. Ich finde die Welt jetzt hier auch nicht so spannend. Ach, jetzt bin ich immer noch hier, ne? Toll, dann hoffen wir mal, es klappt jetzt. Unser netter Panzer. Gut, Daumen drücken, dass es nicht verreckt. Ah, die Artworks hier im Ladebildschirm, die sehen auf jeden Fall cool aus. Du bist gleich bei mir im Spiel. Du fängst ja jetzt erst an, oder? Da musst du ja noch das Tutorial und alles machen. Das dauert noch, glaube ich, bis du dann hier bist, wo ich bin. Ah, hat geklappt. Genau, ja. Und jetzt bin ich hier in Pilzhausen. Ja, das kenne ich auch noch alles von der PC-Beta. Das ist doch blöd, dass ich da scheinbar wirklich dasselbe Gebiet oder dieselbe Fraktion gewählt habe wie... wie in der PC-Beta schon, weil ich das halt alles kenne. Ja, hier ist der Hafen, wo ich vorhin schon mal war. Ja, das kenne ich alles. Ach nee, hier ist der Hafen dann, oder? Ich hatte die PC-Beta, hier das komplette Gebiet und dann hier oben irgendwie noch ein bisschen. Viel weiter hatte ich nicht gezockt. Ich bin hier, wenn ihr das was sagt. Rechts von der, von dem Hafending hier. Das ist mein Hundi. Ich weiß, dass die Argonier jetzt frei sind. Das bedeutet nicht, dass sie mir gegenüber. Wo muss denn hin? Ach, da oben, okay. Wie weit bin ich eigentlich bei Neverwinter? Ich habe nicht nochmal gespielt. Ich will jetzt am Wochenende, also morgen wahrscheinlich, werde ich nochmal zocken und auch streamen. 30 oder so, glaube ich. Stufe 30. Ich bin so ein bisschen auf Heroes of the Storm festgefahren. Irgendwie habe ich das in letzter Zeit nur gespielt. Und es kam ja auch nicht so viel Neues auf Konsolen, wo ich jetzt Bock drauf hätte. Ja, Bloodborne müsste ich mal noch weiter zocken, aber das habe ich halt jetzt auch schon wieder so lange nicht gespielt, dass ich da wahrscheinlich komplett scheiße bin wieder und nur aufs Maul krieg. Wo ist denn jetzt? Ah, hier. Aber ansonsten hatte ich in letzter Zeit echt so am meisten Spaß mit Heroes of the Storm auf dem PC. Ratte. Muss das so sein? Ja, ich glaube, der muss tot sein. Ich suche den Wachturm. Vernagelt. Okay. Empfehlungsschreiben. Besorgt das Zunderpulver, sprecht mit Quartiermeisterin. Ach so. Ach so, in der großen Stadt hier, okay. Prozent noch. Also bei mir hat es über Nacht zum Glück relativ schnell runtergeladen. Was ist denn eigentlich? Uiuiui, die machen ja viel Schaden. Mich würde ja mal interessieren, wie groß der Patch sein wird so am Anfang. Wenn man das Spiel... Kacke. Heil dich, heil dich, ja. Ja, ne? Gut. Ein zweites Mal gestorben. Zwei Gegner sind wohl doch ein bisschen viel hier. Habe ich jetzt eigentlich so einen richtigen Malus? Habe ich jetzt groß was verloren? Hier noch was? Nee.
Ich könnte mal ins Inventar noch mal gucken, ob ich hier nicht was Neues gekriegt habe. Schaden 200, ne, das ist ja genauso. Nebenhand. Viel mehr wert. Rüstung, ach, ist beschädigt, okay. Taille, Rohlederriemen. Ja, bitte mal anlegen, wa? Hände. Guck an, hier habe ich ja auch schon viel was Besseres. Oh, es leckt ganz schön. Uiuiui, wie lange das braucht. Aufmachung, so, Hals. Hab ich ja auch was, Mann! Warum habe ich denn das alles nicht angelegt? Ich bin auch blöd. 15 GB hat nicht auf Blu-ray gepasst. Wirklich? Das ist die Begründung, okay. Hätte ja auch zwei Blu-rays nehmen können. Oder noch ein DVD dazu. Na super. Finde ich schon immer ein bisschen krass, solche Mega-Patches zum Runterladen in neuen Spielen. Naja, das ist ja in. Bist mit dem zweiten Char bald Level 60. Alter Schwede, du zockst wohl nur noch Neverwinter oder wie? Nee, ich glaube nicht, dass du da noch Zeit hast für ein weiteres MMO. Nee, glaube ich nicht. Krass. Der Bot ist nicht an, weil er kaputt ist. Ich muss gucken, dass ich irgendwie die, ja, die gespeicherten Punkte von euch, dass ich die irgendwie mit rüberziehe. Aber ja, geht zurzeit nicht so einfach, oder ja, das geht schon, aber es setzt dann halt alles zurück, weil ein neues Update raus ist oder schon seit längerem raus ist und die ältere Version geht jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Deshalb muss ich mal gucken, dass ich irgendwie die Punkte retten kann. Normalerweise kann man das über das Programm updaten oder soll zumindest gehen. Das funktioniert aber leider nicht. Weiß nicht, ob du bei Null anfangen willst, Paula. Du kannst eh nichts gewinnen, aber... Naja. Ist für die anderen schon ein bisschen doof. Aber ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal was verlosen, ne? Also ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Das heißt, ich werde auch mehr streamen. Und allerspätestens bei 1111 Followern verlose ich was. Und dann auch was Dickes. Also dann gibt es nicht nur irgendwie irgendwelchen Uralt-Kram, sondern... Dann gibt es auch ein neues, aktuelles Spiel und vielleicht noch ein bisschen Xbox Live-Punkte und vielleicht irgendwas auf Steam. Vielleicht was für die PlayStation. Ich muss mal gucken, was ich so alles finde. Habe ich jetzt das Zeug? Besorgt das? Ja, scheinbar, ne? Jo, mach's gut, Ari. Nee. Avri, ach, ich hab's nicht mit Namen, sorry, oh Mann. Deine knapp 5000 Punkte, ja, eben, ne? Das wäre ärgerlich. Geht nicht, Dario, geht nicht. Ist kaputt. Danke für dein Follow, Merlin, danke dir. Grafik ist ja schon schöner. Ja, als bei Neverwinter, na klar, ja. Logo ist die besser. Das heißt Logo, ja, aber Neverwinter ist jetzt nicht gerade das schönste Spiel, ne? Braucht man sich nichts vormachen. Wo muss ich denn hin? Nach hier unten. Ja, aber die Sichtweite ist nach wie vor. Es wird... okay. Ja, gut, von so Namentexturen, okay. Es ist schon eigentlich ganz hübsch. Ist so in den Instanzen und so Lichteffekte, wenn die so richtig zur Geltung kommen, dann sieht es schon am besten aus.
Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie, ob das so der Grafikstil allgemein ist oder so, irgendwie lässt es mich ein bisschen kalt. Das sieht irgendwie ganz nett aus und ist objektiv gesehen auch schon gute Grafik und so, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie ja, so heiß macht und die Welt irgendwie, die ist... Ich kann es nicht mal so richtig beschreiben, aber irgendwie lockt die mich auch nicht so, sie zu erforschen. Also ich habe jetzt nicht so den Drang, das sieht alles ganz geil aus, hier die Pilze und so, aber irgendwie springt der Funke, dass ich jetzt hier die Welt erforschen will und mir alles angucken will, nicht so richtig bei mir über. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber naja, manchmal ist das ja so. Wie komme ich denn da hoch? Gibt es auch Gruppeninstanzen? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das nicht weit genug gespielt. Wahrscheinlich schon. Ich vermute schon. Aber ich kann es dir echt nicht sagen. Dafür kenne ich das Spiel wirklich nicht gut genug. Arkanoid! Thanks a lot for the compliment. Thank you. Offene Welt. Das ist eine offene Welt. Also ich kann hier... Ja, ich kann hier rauszoomen und das... Ich, soweit ich weiß, sind zwischen den einzelnen Gebieten hier keine Ladezeiten. Auch obwohl ich sehe gerade, ne? Sind gar nicht so viele. Ich meine, das sieht viel mehr aus, aber hier kann ich wahrscheinlich nicht hin. Beziehungsweise, das kommt vielleicht noch irgendwann. Da komme ich auch nicht hin. Ah, das ist echt nur hier oben die Ecke davon. Na, und hier dann auch noch ein bisschen. Ah, ja. Schon noch einiges an Gebieten, was noch gar nicht existiert, ne? Hm. Käferle, her mit dir. Zündet das östliche. Ach so, da hinten, okay. Hab dich. Bist du das hier, oder was? Moin, Lo, yo, moin. Da warst du aber schnell mit Level 5, alter Schwede. Das ging aber fix, ey. Krass. Oh, meine Nase juckt. Ich muss gleich mal niesen, oh weh. Ja, Lo, weiß nicht, willst du mitkommen? Dann machen wir hier so ein bisschen Quests oder so. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Ah, es leckt gerade wie Sau. Also wirklich flüssig läuft es gerade überhaupt nicht. Dass der hier reagiert, wenn ich irgendeine Attacke ausführe. Oder auch schon hier nur das Looten, das dauert ganz schön lang. Ah. Ah, super, dass der so schreit. Das gefällt mir ja. Wow, wow. Bestimmt so ein Delay von 2 Sekunden. Das ist schon übel. Ah, zum Antworten halten, okay. Ups, falsche Taste. Annehmen. Ja, okay, sind wir jetzt in der Gruppe? Ich wollte nicht auf mein Tier steigen. Wenn ihr Gruppenmitglieder unterhalten möchtet, stellt Sprachchat aktiv ab. Ja, das Problem ist, Lo, man hört dich jetzt nicht im Stream und deshalb ist das ein bisschen kacke. Irgendwie komme ich, vielleicht wegen dem Delay oder was auch immer, aber mit dem Kampfsystem komme ich auch noch nicht so richtig klar. Rang 3 bei schwerer Rüstung. Mann, das ist mal ein Feuer. Boah, wie lange das dauert, ey. Hallo. Oh, ich hab doch geblockt. Willst du mich veräppeln? Hä? Oh Gott, alter Schwede, wie leckt denn das?
Jetzt hänge ich fest. Was denn jetzt? Hä? Oh. Das ist ja schlimm hier. Wo ist denn das andere hier drüben? Ach ja. Ist nicht zu übersehen. So, mal gucken. Ein Mississippi, zwei Mississippi. Oh. Das sind schon fast 2 Sekunden Delay. Was ist denn das für einer? Ist das ein Hochzeitskleid oder was? Sehr schön. Oh Mann. Herrlich. Kehrt zurück. Okay, machen wir. Na, oh Gott, greif doch mal an. Ist das hier Low? Bist du das in dem Kleid? Oder was? Oder wer? Oder wo? Du hast so ein Symbol drüber, aber... Ach ja, doch. Ach so, okay. Stream laggt auch. Lass mich mal kicken. Ja, Stream laggt. Ich starte mal eben den Stream neu. 5 Minuten Pause ungefähr. Ich guck mal, dass ich den Stream hier wieder in die Gänge kriege. Und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich.